Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors Volume 2. Im letzten Part haben wir Tengen getötet, eiskalt hingerichtet und er wollte fliehen, aber letzten Endes konnte er es nicht. Und jetzt gibt es die Schlacht von Chibi, die legendäre Seeschlacht auf Seite der Way-Armee, wo es in der Regel ein bisschen schwieriger ist. Nachdem er die Kontrolle über die Zentralebene und den Norden erlangt hatte, widmete sich Cao Cao seinen Feldzug gegen Jiang Dong. Währenddessen hat sich sein Feind Sun Quan mit Liu Bei verbündet und einen entscheidenden Plan entwickelt. Langsam aber sicher näherte sich die große Marinestreitmacht Cao Caos der Küste von Chibi. Jetzt gehört mir alles von der Zentralebene bis zu den Nordländern. Endlich ist das Ende gekommen. Meine Marine wird Sun Quan und Liu Bei vernichten. Die Welt wird mir gehören. Sei vorsichtig, Cao Cao. Denke an das Sprichwort, dass selbst ein kleiner Ameisentunnel die stärkste Wand zum Einstürzen bringen kann. Es gibt keinen Grund zur Sorge, es verläuft alles nach Plan. Ja, hoffentlich geht mein Plan auch auf, den Feuerangriff von Zhou Yu, Ruangai und Zhuge Liang zu verhindern. Das wäre fantastic. Leider noch keine neue Waffe. Wow, Sun Quan besiegen oder Zhuge Liang besiegen, das ist interessant. Cheng Yu darf nicht sterben. Komm, Cheng Yu. Mit Wang Lang als Unteroffizier. Yu Jun, Zhang Ba, Ma, Cao Dun und Li Jin. Cao Hong und Cao Zhang, warum habt ihr nur so zwei Armeen? Chen Ji und Man Chong, Yu Jin und Cai Mao, Cao Xiu und Ye Kui. Ich wechsle mit Ye Xu. Bei Gegnern, Cheng Pu und Yang Qin. Sun Shao, Sun Quan mit Zhuge Jin und Lufa, Zhou Yu mit Zhang Cheng, Zhuge Liang mit Aberlästen. Ja, so würde ich mein Kind auch taufen. Aberläst. Oh, mein Sohn, dich nenne ich Aberläst. Von Guy, Suzi, mit Juran am Start, die müssen wir also auch besiegen. Ne, ja, wobei es eigentlich nur ein Guy, der im Feuerangriff aus wird. Han Dang mit mächtig Harndrang und Quan Zhong. Guzu, Su Sheng und Ding Feng und Juan. Also richtig viel los hier. Wird spannend, wird geil. Schlacht von Chibi halt. Was erwartet ihr? Ist immer episch. Werden das Leben von Liu Bei ein Ende bereiten. Liu Bei ist nicht mal hier, Cao Cao. Wieso redest du von Liu Bei? Bist du besessen von denen, nur weil mit denen mal Kaffee getrunken hast? Ne, die haben wirklich Tee getrunken. Und hat's gedonnert und gewittert. Sehr legendäre Szene. Sie war beim Anime. Anime habe ich auf dem Zweitkanal hochgeladen. Sie ist jetzt Schätze. Wenn ihr Bock habt, bis Chibi in Coolen Dynasty Warriors Anime zu sehen, check's gerne auf meinem Zweitkanal aus. Da seht ihr die Szene. Cao Cao und Liu Bei echt zusammen Tee trinken und es dann plötzlich gewittert und alles. Richtig episch. Hilfestellung von verbündeten Stützpunkt leisten. Ich leiste auch Hilfestellung, um einen Guy schnell zu rushen. Oh, hoffentlich gelingt mir das. Ich hab keinen Bock auf Feuer. Es ist so warm und es brennt und es tut weh und gar keine Lust, die schönen Schiffe mit Liebe erbaut, bis aus dem besten Holz geschnitzt. Ach, Mensch. Deswegen. Sehen wir mal zu. Die nennen sich übrigens Juka, die chinesischen Schiffe. Junke oder so. Ganz komischer Name. Aber ihr seht, die unterscheiden sich so von Schiffen, die man aus dem westlichen Raum kennt. Warum sammelt ihr euch hier alle? Ja, okay. Jetzt brennt alle Schiffe nieder. Wow. Das hattest du also vor. Falsche Schlange. Lösch schnell das Feuer und bereite die Schiffe auf die Schlacht vor. Wow, das ist das erste Dynasty Warriors, wo man nicht verhindern kann, dass der Feuerangriff geschieht. Heftig. Krass, 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 krass. Ihr seht, konnte es nicht verhindern. Es passiert einfach. Das ist nicht gut, weil eigentlich beim Feuerangriff verliert man immer. Ist wirklich so. Wenn die Schiffe brennen, von wo ihr seid, hat man eigentlich nie eine Chance. Oh ja.
seine Maus irgendwie gestorben, for whatever fucking reason. Rückzug. Und killen Huangai. Ist mir noch nie passiert, dass irgendwie ein Verbündeter gestorben ist. Das ist jetzt echt sehr seltsam. Kann man nur auf der Festung wiederbeleben, leider. Boah, du bist auch noch Level 4, du Sackratte, ey. Das wäre jetzt echt rough. Kannst du leider nicht blocken, Kollege. Level 3, sehr schön. Brauchen echt die Level. Oh, die Schlacht von Chibi hier, PSP. Dynasty Warriors, eieieiei. Echt schwer. Ich hab nicht mal Musu zu haben. Ach, wir kriegen das so hin. Das passt schon. Guck mal, er ist doch nur mit seinem Bombardieren da. Immer nur eh nix. Das sind keine Bomben, die die werfen. Das sind ihre eigenen Nasenpopel oder so. Ganz im Ernst, ey. Oder irgendwelche China-Böller von Silvester. Keine Gefahr hier. Ja, okay. Haltet eure Popel in Nase. Boah, Level 3 ist echt nicht gut, ey. Die haben jetzt natürlich voll den Moralboost und so. Weil der Feuerangriff geglückt ist. Ein bisschen doof. Aber kann ich halt nichts gegen machen, ne? It happened. Oh, Zai Mao ist back. Freut mich, alter Kumpel. Willkommen zurück. Ja, guck, die verlieren jetzt alle die Verbündeten. Gut, dann werden wir erstmal defensiv fahren. Dass wir sämtliche Wurfziele zurückschlagen. So dass wir letztendlich uns sammeln können und dann gemeinsam zurückschlagen können. Deine Panzerung wird dich nicht zu schützen, Panzern. Zai Mao Level 2. Let's fucking go! Tiu! Kneel before me! Ach, der ist schon tot. Er hat schon genielt. Kneel before wie? Gut, dass Zauzo das nicht sagt. Schleichwerbung für Nintendo. Nintendo Wii! Donk Steve sieht immer noch aus wie ein Schwein. So kein Spiegel oder was? Siehst aus wie ein Schwein. Oh Gott. Oh Gott. Ist das böse, Leute? Das ist so böse. Gut, schlagen wir die erstmal zurück, die zwei. Echt, das ist richtig böse. Die haben so eine krasse Armee und alles brennt. Das ist doch so ein Knochenkotzen hier. Na komm. Wenn ich jetzt, wann dann, Leute? Wenn ich jetzt, wann dann? Das ist zu schlecht. Excellent Fools! Das ist ja ein Ding hier, Dingfang. Ja, was sag ich mit Han Dang? Bleibt er da oben im Schild oder was? War einmal gewundert. Da werde ich einen Rückzug machen, weil. Warum nicht? Ach, die haben das jetzt eingenommen, die nehmen alles ein. Ist das kacki, Leute? Oh, ist das rough. 8 Moralstriche. Wie soll ich das denn schaffen? Gut, wir haben enge Fähigkeit. Bis sich die Moral wieder ein bisschen auffüllt. Das ist ganz nett. Dadurch ist es natürlich machbar. Hey, dieses. Also, die Schlacht ist echt. Sehr, sehr schwer. Deswegen, guck, jetzt respawnen die Ärzte schon, wir haben nichts erreicht. Ich glaube, hier kann ich nicht die 100% machen, weil die Zeit abläuft. Wir haben noch 20 Minuten. Weil jedes Mal, wenn die Verbündeten brennen und ich dann wieder auf den Versorgungslager gehe, verlieren wir extrem viel Zeit und brenne ich wieder. Verliere wieder Zeit. Es ist einfach absolut scheiße. Cheng Pu, den vermisse ich auch. Erinnert ihr euch noch an die Fähigkeit?
die Waffenverlängerung, Reichweite erhöhen. Das war wirklich sehr, sehr geil. Richtig nützlich. Sonnenschein, wie ist noch aus? Schön für dich. Das einmal eine Kombo gekriegt und willst dich feiern wie ein Helden oder was? Officer, kommen Sie bitte her. Chip, 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 chip. Cool. Perfekt. Oh, das sind nur so viele von diesen Typen. Oh, nee, ey, Leute, das ist aber richtig stressig. Vielleicht soll ich die Festung erst einnehmen. Von Wu. Damit die nicht so schnell respawnen. Ja, jetzt eine Idee. Guck, wie sich die Musik hier entscheiden kann. Nee, before me. Die Musik kann sich nicht entscheiden. Aber wenn es auf Null ist, die Moral, kommt immer die Verliermusik, die Loser-Musik, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist nicht cool, Leute. Dass die jetzt alle schon wieder da sind. Gut, wir werden die Gebiete in Zukunft schnell einnehmen können. Wir sind ja jetzt schon Level 7, ne? Darf man ja mal so anmerken. Ja, da oben der Wachhauptmann oder so, der ist mir zu weit weg. Muss ich jetzt so machen. Komm schon, ich muss verhindern, dass sie das einnehmen. Ganz schnell. Come on. Come on. Come on. Ich meine, mal jetzt einen Moralstrich. Jetzt spinnt die Musik nicht mehr rum. Ich muss zugeben, dass war ein bisschen nervig. Das war echt nervig, ja, Eugene ist auch Geschichte. Kann sein, dass mir sogar die Zeit ausgeht, weil wenn die das Versorgungslager einnehmen, sieht es echt düster aus. Zwuzi! So. Hi! Hoi hoi, Marsch Marsch! Bin jetzt sau. Bogenkunst. Wenn hier irgendwelche Bogenschützer. GG, ja, dein. Die Armbrustschützen, die hier natürlich auch. Die rasieren jetzt richtig. Extrem erhöht der Damage Output. Warum spielt hier in die Rivalenmusik? Konter. Absolut scheiße von Zorzo, aber hey. So, Juran, der Meister des Feuerangriffs ist Geschichte. Und Zuzi zum Glück auch. Ja, scheiße. Nur 8 Minuten Zeit, Leute, ich sag ja. Wird vielleicht wieder ein Fail. Die Schlacht. I don't know. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich hier besser hätte machen sollen. Das war eine Kacke. Von vornherein schon. Oh Gott, was ist denn hier los? Warum ist denn Genji jetzt gestorben? Die hätte doch nicht mal kämpfen müssen. Warum kommen jetzt hier wieder neue? Mann! Jetzt wieder Moral auf 6. Das ist doch absolut scheiße. Ich zieh mich hier gleich zurück. Ich glaube, das Feuer ist gelöscht, immerhin. Flop, 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 flop. Und Kumpel, goodbye. Ja, 3 Moralstriche. Ja, gut. Soll jetzt doch weiter kämpfen, weil ich mich zurückziehe, verliere ich glaube ich auch Zeit. Ich kämpfe jetzt einfach. Aber 2 Moralstriche ist echt richtig dreckig. Dauert ewig. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ja, schaff du auch mal was, Xunio. Nur dumme Sprüche kloppen. Das kann jeder. Vor allem nicht ich. Das Let's Playerin. Ellenbogen des Todes. So. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das Feuer ist gelöscht. Nein, endlich.
Zeit, die Versorgungslage einzunehmen, damit wir nicht Game Over gehen. Weil wenn wir die nicht einnehmen, ist ja 6 Minuten 50, sage ich nur, ne? Ich finde, in dem Spiel hat man oftmals echt Zeitdruck. Bei richtigen Dynasty Warrior Spielen für die Heimkonsolen hast du ja teilweise 90 Minuten für eine Schlachtzeit. Da läuft die nicht mal auf sehr schwer ab. Die Zeit, oder hier? Schon böse. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, Kontrolle über die Stellung erlangt. Sieht auch nicht viel besser aus, ne? Wenn man ehrlich sein darf. Aber da oben ist so ein großes Versorgungslager. Guck, die Weltrum machen sogar was. Ist das nicht schön? Nehmen jetzt die Gebiete da auch noch ein. 100% und so, es wird echt eine lange Schlacht, eine lange Part. Da müssen wir mit leben, ne? Da müssen wir durch. Nicht, dass jemand einen dummen Spruch macht, so. Da hast du nicht alle Gebiete eingenommen. Keine 100%. Das geht ja schnell. Ist ja keine Festung, nichts, sondern nur so freies Feld, offenes Feld, wie auch immer man das nennt. Tschüss, Sikowski. Und goodbye. Diese extra Schiffe, ey. Vielleicht ist hier sogar noch eine Schatzkammer. Who knows? Könnte tatsächlich sein. Das Blöde ist, dafür sind wir nicht Level 10 und wir haben keinen Musu zu haben. Wird rough. Da merkt man doch, dass das Element fehlt. Also ich meine, wir haben zwei Elemente, aber es macht halt kein extra Damage. Ne? Das durchbricht nur den Block. Ist ja nicht schlecht. Aber wenn es um Damage geht, nicht so cool. Ne, keine Schatzkammer, okay. Gut zu wissen, nun, da respawnen schon wieder die Nächsten. Ich kann kotzen. Wir besiegen eigentlich Sun Quan, oder? Ja, würde schon sagen, Sun Quan. Zhuge Liang besiegen ist so lame. Wir besiegen Sun Quan. Doch. Das muss, das muss. Das war Zhuge Liang Spielzeuge, die er mit Lego-Baukosten gebaut hat, die Aberläster. Das war die da stehen. Seine ollen Spielzeuge. Ja, ich hoffe, ihr macht es euch jetzt mal endlich nützlich. Nach all den Jahren, bitte. Macht es einfach. Tut mir doch den Gefallen. Jetzt schon wieder das Zeitlimit da. 10 Minuten. Ja, passt schon. Ich activate nochmal die Bodenkunst. Vielleicht hilft es uns irgendwie. Ich glaube zwar nicht. Aber hey. Ich wusste, wer es war. Ich werde dich auffallen. Ja. Das Schwein hat gesprochen. Romandonk, sie ist eigentlich voll der Kublitscher und Gerat und. Tiang Xin, wir haben sie perfekt umgesetzt. So ein richtiges Piratenkopftuch, das sieht auch super cool aus. Und er ist einfach Schweineface, ey. Der Schwein. Geh zurück aufs Fußballfeld, Schwein hier. Der Schwein. Gar keine Karotte für dich. Kein Drecksbart für dich. Schweine wälzen sich ja im Dreck. Ich weiß gar nicht, was essen die überhaupt. Ist da einfach Karotte? Ist da kein Hase oder so? Oh nee, da ist er. Hey Schwein, wo bist du? Ich kann nicht verlieren! Ja. Wieso? So kannst du nicht verlieren. Wie ist jetzt gemästet? Ist dir mal ein Spanferkel? Flop, flop! Ah, oder auch nicht. Und auch ich genieße ihren Stellenwert in drei Königreichen. Okay. Alle 500 Kills hast. Wow. Zau, zau. Ich verstehe es nicht. Warum sagen die schon mal 500 Kills so einen besonderen Spruch? Früher ist bei 1000. Eigentlich kriegt man hier die 1000 auch mal ganz gut voll. Na, wer brennt denn da? Ja, wo brennst denn, Schwein? Der hat so viel Moral, ne? Das ist jetzt ewig dauert, oder? Ja, kriegen wir hin. Noch Truppen von Dongxi, von Schweini. Es gab da noch so einen, der aussah wie ein Schwein. Wer war das denn? Ich glaube, Engenschau. Ja, vielleicht sehen wir den noch. Zu spät. Wollt ihr das einnehmen? Könnt ihr gerne machen. Aber dann macht das auch.
Ich hoffe, die schaffen's. 6 Minuten 29, ich will das da oben haben. Es gibt richtig viel Zeit. Keiner geht da hin, also muss ich es ja wieder tun. Der Klassiker! Gott, warum sind hier so viele Offiziere? Jetzt reicht's mir aber hier. Muss dich noch mehr auf deine Stärken fokussieren. Sagst du dir selbst sowas? So ein innerer Monolog. Von Zao Zao. Okay. Zao Zao ist manchmal echt seltsam. Darf ich das mal sagen? Ich hab's ja jetzt eh gesagt, ne? Es ist jetzt alles zu spät. Leute, 5 Minuten 30. Oh, Tick-Tack. Nicht Tick-Tock. Tick-Tack. Die Uhr tickt. Entropy wäre stolz. Von Crash Bandicoot, der Meister der Zeit. Schau mal, was machst du da? Sollst du springen wie ein Hase? Was bist du für ein Hase? Ich hoffe, Robby, der Hase von Silent Hill. Der ist wenigstens creepy. Boah, bist du doch nur ein Playboy-Bunny. Playboy-Bunny als Mann. Uff. Mein Beileid. Jeder, wie er möchte, ne? Oh no, nicht General Chang-Yu-Tun, der arme General. General. Leute, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Oh, nee, muss ich nicht. Shaodun hat das Versorgungsboot tatsächlich eingenommen. Na, guck, Shaodun. Dein Doppelgänger, ne? Shaodun ist doch bei mir. Wie konnte er das einnehmen? Also wirklich. Jetzt ist sie einfach gesplittert. Er ist schizophren. Er hat mehrere Persönlichkeiten und jetzt die Fähigkeit, seine unterschiedlichen Persönlichkeiten zu splitten. Shaodun. Krass. Vielleicht war es der Shaodun, wo er noch ein Auge hat. Naja, zu dem Zeitpunkt hat er das Auge schon verloren. Es war ein Hinterhalt von einem Bogenschützen. Von Wus Leuten. Bei der Schlacht von Puyang. Ja. Zhao Xing war es, meine ich. Und seine Bogentypis. Oh, wer brennt denn hier? Ich weiß gar nicht, wer zündet den denn immer an? Ich kann es ja nicht. Eine Feuerkugel wäre gut gewesen, ne? Für Zhao Zhao. So, jetzt haben wir wieder richtig viel Zeit. 25 Minuten. Das ist krass. Habe ich nicht recht? Ist doch voll krass, oder? Ist das nicht cool? So, die respawnen da jetzt auch. Supi sup. Ich helfe hier mal ein bisschen aus. Nicht, dass es hier noch Tote gibt. Ne? Das wäre nicht so schön. Xusheng! Nicht du schon wieder. Habe ich dich nicht schon zweimal besiegt? Was willst du eigentlich noch? Flip! Ich habe Xusheng erledigt. Mhm. So, Xunyo, dann nimm das mal ein, ne? Christian, die kriegen das hoffentlich auch hin. Nee, der geht ja woanders hin, der Arsch. Ach, Mann. Na gut. Kann man nichts ändern. Scheiß folgt dem hier, I don't know. Jetzt haben wir wieder Zeit, dass einer sagt, ich werde dich aufhalten. Wobei, war ja eben Schweini, ne? War ja schon Level 10. Das kann eigentlich zweimal passieren. Innerhalb einer Schlacht. Tuan Guy, der war nur am Anfang overleveled. Der wollte uns ja nicht tot sehen. Kann sein, dass Zhou Yu uns gleich verfolgt. Hier sollst du hin. Macht er jetzt, glaube ich, weil er steht Zao Zao unterstützen. Jetzt geht er automatisch hin. I hope so. I hope so. Braucht nämlich keine Unterstützung. Ich bin geil genug. Tiu, tiu, tiu. Und wir haben Musuzan schon wieder. Besser geht's nicht. Ja, jetzt greift er wirklich das Versorgungsboot an. Perfekt. Und der Cool ist, nimmt das ein in der Zeit, wo wir noch mit den anderen Sachen zu tun haben. Dingfeng ist zurück beim Hauptleiter Alien. Der könnte uns jetzt auch chasen. Aber wir gucken mal.
Muss dich nur mehr auf deine Stärken besinnen. Zorzor, behalt's für dich auch. Warum disst er sich selbst? Wirklich. Ja gut, ohne Selbstreflexion kann man nicht besser werden, aber trotzdem. Mann, Zorzor ist schon einer der besten Charaktere. Da! Ich werde dich aufhalten. Der Dichter der Schlacht, Dingfeng. Tja, dann komm her, Kumpel. Komm her. Nein! Gut, dann muss ich jetzt hier aushelfen. Geht nicht anders. Ich wollte eigentlich, dass er runterkommt und dann konnte ich mich hätte ich mich zurückziehen können. So natürlich nicht. Sehr schade. Boah, schau du ihn schon Level 6. Läuft bei ihm. Boah, es dauert so lange jetzt. Aber. Hier muss ich jetzt supporten, sonst schaffen die es nicht. Hexunio, ganz ehrlich. Das macht immer nützlich. Oh, das Versorgungsboot. Wir haben noch mehr Zeit. Und zwar jetzt einigermaßen Zeit, aber eben halt auch nicht perfekt. Nur so viel zu erkunden. Auf dem Schlachtfeld. Zuan, ey. Das ist der mit dem Steinschlag. Falls ihr euch erinnert, letzte Part, Rule Stories von Quan. Da habe ich mal geshowcased. Bogenkunst. Geh doch, Sonja, ich bin stolz auf dich. Wie viel Zeit haben wir jetzt? 28 Minuten, das ist gar nicht so viel. Ne? Nun denn. Zheng Yao ist zurückgekehrt. Wir hatten so eine krasse Armee. Das ist Zhao Hong jetzt. Oh, Zhao Hong, eher gesagt. Wieso zieht er sich jetzt zurück? Haben wir ihn angepustet oder was? Haben wir ihn geschubst und er stirbt davon? Boah, ey. Wirklich? Oder hat er sich zurückgezogen, weil er noch was im Ofen hatte? Oh shit. Ich hab mein Hühnchen im Ofen vergessen, mein Peking-Ente und dann geht er wieder zurück. So der Scheiß, ey. Hat schon einen Grund, warum Zhao Hong bis heute noch nicht spielbar ist. Nicht mal in die neuen Empires. Ist tatsächlich wirklich nicht gerade der stärkste gewesen, der Bruder von Zhao Zhao. Im strategischen Spiel und auch hier hat er nicht die besten Stats. Sind strategische Warriors Games, naja. Welt of Zhao Zhao, Dynasty Tactics, Romans of Three Kingdoms. Ist eigentlich nie so richtig krass gewesen. Vor allen Dingen nicht in Legend of Zhao Zhao. Der erste, den man hat, und direkt der schlechteste. Andere Charaktere, die man zu Beginn hat, sind richtig gut. Nur Zhao Hong halt nicht. Also die Dien und Yu Jin kommen sie nicht beschweren. Ich kann nicht verlieren. Tack, 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 tack. Hey, wo ist Schweini gelassen? Der ist auch Level 10 und wurde eiskalt vernichtet. Ganz ehrlich, Dingfeng ist es mir nicht wert. Irgendwie Musu oder so zu verbraten. Hier ist bestimmt eine Schatzkammer. Bei so einer großen Map. Boah, er macht aber schon Damage. Aber er ist tot. Und tote Dingfangs sind mir die Liebsten. So einfach mal so sagen. Boah, Level 3. Schau du. Läuft bei dir. Xunyo, du packst das, ne? Ist auch schon Level 2. Leute, jetzt keine Schatzkammer, das ist ein bisschen seltsam. Hier kann ja auch keine Schatzkammer angrenzen. Ist hier vielleicht eine? Nur weil es euer eigenes Terrain ist, heißt es nicht, dass da keine ist. Oh Gott. Han Xin, warum hat er so viel? Ich galt als Nationalikone. Ich habe noch nie was von dir gehört, Kumpel. Er hat einfach Destroyer hier. Ich zerstöre den Zerstörer. Er nervt nämlich. Boah, Zerstörer Level 10, ey. Oh Mann, ist das nervig. Ist richtig nervig.
hier rumcruisen. Ja, einer ist weg, der auch ein bisschen verbuggt gerade. Wenn mich fragt. Komm, du darfst als nächstes ran. Nö. Gar keine Lust gerade. Ochsen Fuß! Komm schon! Zau, zau! Yes, war das geil gekommen wird. Leider lebt der Dulli noch. Bisschen Musu wäre nicht schlecht. Nicht, dass ich Schatz kann man gleich schon wieder dicht machen. Schon so lange jetzt hier drin. Hatten wir auch schon mal, wenn es so langsam ist, macht die einfach dicht. Nee, bevor mir. Danke, dass du. Du Arschlocher, ey. Hat mir alles versaut. Egal. Ich hätte ihn eiskalt getötet und er schmeißt ihn einfach raus aus dem Musso. Cool. Haben wir noch die Schatzkammer gefunden. Ist das nice oder ist das nice? Das ist so richtig nice. Und absolut kein Scheiß. Ich helfe euch mal. Jetzt hier nehme ich auch schon mal voran. Dann nehme ich trotzdem noch die Burg da ein. Oh, Joe Yu, immer ein gefährlicher Gegner. Ich will ja nichts sagen, aber Joe Yu ist jetzt schon gefährlicher als der Typ da eben in der Schatzkammer und der war Level 10. Joe Yu ist halt ein bisschen broken, ne? Er bewacht sowohl der Altar von Zhuge Liang als auch Sun Quan's HQ. Das Hauptschiff. Tiu, tiu, tiu. Nee. Ich wollte einen Feuerkugel mal, ne? Ich wollte mich cool fühlen. Ich darf mich nicht cool fühlen. Keine Feuerkugel mehr. Schade. Oh, dieser Idiot. Oh, Blocken ist so schlecht, ey. Es kommt sowieso mal jemand im Gemetze vor hinten und durchbricht den Block. Blocken kann ich echt nicht empfehlen. Nur mal eins gegen eins. Ist einfach nicht gut. Angriff ist die beste Verteidigung. Boah, warum wollen die das jetzt so wissen? Echt krass gerade, die Gegner. Noch zweimal wurde eine Flucht geschlagen. Dein Ernst. Sif war schon wieder komplett auf uns allein gestellt. Tschüssi. Wo ist denn Chengpu jetzt? Ich lese immer Chengpu, Chengpu. Da ist er. Ich weiß ganz genau, dass er verliert, deswegen haut er ab. Bleib stehen, du Feigling! Mann! Das ist nur Level 1. Irgendwie die Verbündeten zünden den immer an. Nicht gut. Das war's mit Chengpu. Puh, wie hast du das denn geschafft, denkt er sich so. 1000 Kills, Leute. Ich genieße den höchsten Stellenwert in den drei Königreichen. Zauzau, genieß mal lieber was anderes. Nämlich gleich Lebensregeneration. Zum Quan vernichten, zum Quan vernichten. Keiner will Zhuge Liang vernichten. Wir haben einfach keine Lust. Das Sorgungsboot beschützen. Okay, Genji. Zhuge Liang, was ist deine Aufgabe eigentlich jetzt? Nur da blöd Löcher durch die Luft schauen? Bogenkunst. Bogenkunst. Sehr gut, ich wusste, du würdest es schaffen. Schau, Johann. Warum lobt er ihn jetzt? Weil er seine Fähigkeit aktiviert hat, oder was? Das war ein geiler Block. Einfach die Pfeil. Er spürt mit der weiblichen Intuition, mit den siebten Sinnen, wie auch immer. Komm her. So, Rest nur Formsache. Ich hoffe, ein paar greifen jetzt schon zum Quan an. So, dass, wenn ich da ankomme, es nicht komplett voll ist. Die Moralanzeige. Wäre halt ganz nett und so, ne? Ja, man muss gut sein. Der Kampf gegen Sun Quan wird nicht wirklich schwierig, I guess. Kommt her, ja, richtig so. Alle her zu mir. Umso schneller geht's. Perfekt.
Damit haben wir eigentlich alles geklärt. Eins will ich nur nachprüfen. Hier waren wir auch schon, ne? Nun denn. Mensch, ich brauche keinen Babysitter. Geh weg, Xunyo. Geh einfach weg. Okay. Ja, nur Level 1. Ist lustig. 1, 2, 3. 10 lernen mit der Miami. 1, 2, 3. Und jetzt zusammen. 1, 2, 3. Auf 3. 1, 2, 3. Wer ist raus? Ich hoffe, Jang Yao mit seinem Level 1. Oh, der Beste ist natürlich raus. Nur weil sie suggerieren wollen, dass es keinen Shaodun-Doppelgänger gibt. Weil wir haben ihn ja. Mann. Übrigens, wenn die verlangsamen, kann man die sehr leicht auskontern, ne? Für die, die irgendwie die Konterfähigkeit haben. Seht ihr? Cool, oder? Finde ich richtig gut. Flop, 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 flop. Wollen wir mal jetzt Bogenangriffe von unseren Verbündeten. Ist halt besonders cool mit Shaoyuan und Huang Zhong, ne? Die selber auch mit dem Bogen angreifen können. Boah, hier sind nur diese Sergeants. Das ist ja für eine Armee. Kriegen sicher. Schalt die ganze Zeit in den Körper. Nein, du musst es so machen, du musst es so machen. Das sind halt Sergeants. Yujin ist tot. Gut, dann kann Zheng Yao ja nachkommen. Shaodun meine ich. Der Doppelgänger Shaodun. Die geteilte Persönlichkeit. Oder Shaodun ohne Augenklappe. Was? Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Wie zum Geier. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Aber kriegen wir hin. Ist ja nicht mehr viel. Ist ja eigentlich nur zum Fahren. Der hoffentlich gleich erscheint. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, weil ich da so rumgeeiert bin. Weil ich noch eine zweite Schatzkammer finden wollte. Die ich aber nicht gefunden habe. Near before me. Und da ist er. Ich wusste, du würdest es schaffen. Shaodun ist tatsächlich gekommen. Boah, die räumen richtig ab hier. Die Wu-Truppen. Schon so viele Offiziere zurückgeschlagen. Uncool, definitiv. Pech gehabt. Danke für den Angriffsboost. Warum bekommen wir jetzt eigentlich den Angriffsboost? Wahrscheinlich, weil es ein Verbündeter in dem Gebiet als Fähigkeit hat und wir profitieren auch davon. Ich weiß nicht. Song Quan. Kumpel. Near before me. Die erste Leiste ist schon weg und ihr wisst, was jetzt kommt. Yeah! Super Saiyajin-Modus! Excellent Fools! Ich hab Song Quan erledigt. 1200 Kills, Leute. Gut, bei so einer großen Seeschlacht. Kann man verstehen. Trotzdem nicht wenig. Quickle. Der Feind scheint etwas im Schilde zu führen, aber das kann keine große Sache sein. Ich kann unbedenklich behaupten, dass dies eine leichte Aufgabe für meine Truppen war. Schon bald wird die Sun-Familie ausgelöscht sein. Ich bin gespannt darauf, wie die Provinz Qing reagieren wird. Genji, du hast überhaupt nichts gemacht. Tu nicht so, als wärst du jetzt hier die Heldin. Mann. Feuerhimmelschwert. Besser als unser Feuerhimmelschwert. Ja. Ui! Ui! Ui, 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 ui. Das nehmen wir im nächsten Part. Geil. Richtig geil. Ihr liebt, ihr liebt das ja. Ihr liebt es vielleicht auch. Heißer Stern. Klingt wie Pornodarstellerin. Ihr wisst, dass ich es liebe, wenn man diese Extender hat. Wenn wir im nächsten Mal. Wir bekommen Zhou Yu, Zhu Huan, Gong Sun Dan, Jiang Qin, Yu Zhen, Cheng Fu, König Du Zi, Dong Chune, Cao Hong, Shao Ba. Cool. Richtig gut. Gefällt mir. Ja, beim nächsten Mal gibt es das Schloss Fan.
epic. Weil auf der Schuhseite war es nicht so epic. Deswegen freue ich mich jetzt, auf der Gegenseite zu sein. Dann landen wir entweder bei Yifei, also bei Neuenburg Yifei, oder bei Wuzhang-Ebene. Ruhig wird's hier. Daumen hoch, falls euch gefallen, falls nicht, nur das Video gefallen sehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!